Schnitt. Ja. Okay, wenn wir irgendwann mit Redstone bauen wollen, aber ruhig meinen Redstone nehmen, ich hab genug. Ja, Peter wird gerne. Ich mach jetzt Rundtour wieder. Was? Rundtour? Ja, so hier und da muss ich immer eure Sachen zeigen, sonst kommen immer die Kommentare. Wie sieht's denn da jetzt aktuell aus? Bei mir brauchst du dich so weigern, in meinem Haus für nichts zu bauen. Ja, hier kommt Lagerraum rein. Dennis, das, was du gerade Dennis schon erklärt hast. Ja, genau. Hier kommt Kombüse, hier rechts. Hier unten Gefrierkammer. Oh, ne. Oh, aber nice. Ja. Das hier ist quasi... Ja, da unten kommt halt noch so Schnee rein und so Kram, wenn ich dir jetzt sage. Und hier ist quasi der Lagerraum. Da oben wird das alles per Kran reingelassen. Ah, per Dann Kran. Stehen hier nachher Baumstümpfe rum und all so ein Kram. Ich verstehe. Ja, nach oben. Ja. Das ist gelogen. Nein, ich verstehe es wirklich. Verarscht uns nicht nur, Peter. Wahrscheinlich schon. Jetzt sind Pumpkins. Ja, ein großer Tisch. Von hier aus kannst du sehr gut zu Sepp gucken, zu Sepps Vulkan da hinten. Und hier ist der Hund. Hallo Hund. Der lebt immer noch. Ja, hat er noch nicht gekillt. Warum soll ich ihn killen? Wenn er dir auf die Eier geht oder so ein Scheiß. Ach Quatsch. Was mach ich denn jetzt? Da wo es brennt, hattest du Hardy stehen, oder was? Aua. Da stand Hardy halt in Buchstaben und davor wollte ich eigentlich dieses Dingsbums-Zeug machen. Hatte ein Feld Abstand, aber irgendwie ist dann alles abgeräumt. Ja, ein Feld ist zu wenig. Seppig! Oh, das habe ich nämlich auch noch nicht gesehen, zum Beispiel. Na, hier ist ziemlich viel neu. Stimmt, denk. LOL! Alter! Hans, guck in die Luft bei mir gerade. Was ist los? Ja, da ist gerade auf meiner Railroad hier ein Creeper vor meiner Nase. Ist von gemacht, da bin ich nicht durchgefahren, da ist Gott sei Dank nichts passiert. Oh. Und hab ich jetzt ein bisschen Schiss? Was aber Glück gehabt. Ich verstehe auch gar nicht warum, das ist doch mega hell alles. Vielleicht hat er sich verirrt, Dennis, von Jay aus. Amok gelaufen. Ach, vielleicht. Peter, wie du klaust meine Lava. Nee, ich gucke hier gerade. Leider sieht man von hier aus meinen Turm nicht. Das finde ich ein bisschen gemein. Nee, ich muss auch nochmal gleich mit zu dir kommen. Muss mir mal den riesen Penis-Raketen-Ding angucken. Also wie ein Penis sieht wirklich nicht aus. Nicht mehr. Ein Penis. Doch, das sieht aus wie ein Penis. Eindeutig. Außer ihr habt da vorne so vier Greifarme, die ihr ausklappen könnt, um euch irgendwie festzubeißen oder so. Auf jeden Fall. Hardy hat so dann saug ich mir da Blut aus. Rauskommt. Oh mein Gott. Ich glaube, Peter ist gerade so ein bisschen wie der Chef von Ted. What? Wieso? Er sieht einfach den Penis nicht. Du hast halt hier einfach so stehen lassen, dieses Flammenmeer. Da hinten, ja, musste ich. Also ja. Ich hatte noch keinen Bock, das wieder neu aufzubauen, aber baue ich nachher wieder neu auf. Musste ich. Damit Hardy sich ehren kann. Huch. Und da hinten habe ich halt eine Versuchsstelle gemacht für Pfeile durch Lava schießen. Ja, das habe ich gesehen. Da ist ein Creeper, die spawnen unter deinen Bäumen irgendwie. Echt? Das ist aber schon lange nicht mehr passiert. Der läuft da irgendwo rum. Der noch lebt. Komisch. Peter, was baue ich denn oben drauf?
Weiß ich nicht. Ich habe jetzt hier Etagen, wo irgendwie Wasser durchfließt von ganz oben runter. Da kann man ja vielleicht noch irgendwie was in die Etagen reinbauen, aber dann habe ich hier so einen Mammutbaum gebaut. Der doch außerhalb vom Dschungel irgendwie funktioniert. Ja, ich merke. Habe ich letztens irgendwo gelesen in den Kommentaren, dass ich einfach zu wenig Platz hatte bei meinem letzten daneben. Ah. Da habe ich gedacht, testest du nochmal aus und was kam raus? Boom, so ein Riesenbaum. Ja, gut. Das ist ja auch das, was du haben wolltest, oder? Ja. Nur das hätte ich gerne vorher gehabt, aber egal. Und jetzt wollte ich hier oben noch irgendwas draufbauen, aber ich habe keine Ahnung was. Auch noch Inspiration. Inspiration. Oh. TNT Katapult. Hier so drauf und dann so Richtung Hardy. Ja. Ja. Ne, ich glaube TNT Katapult braucht eine größere Fläche. Da brauchst du unheimlich viel für TNT auch vor allen Dingen für. Aha, ja auch nicht. Oh ja. Ich habe noch 18, aber ich fürchte, das reicht nicht. 18 TNT? Mhm. Das könnte aber reichen. Die werden irgendwann für gute Sachen genutzt. Wir können den ganzen Hügel hier wegsprengen. Ja, das war doof. Alter, nee. Dann müsstest du ja von vorne anfangen. Ja, genau. Das hab ich mir dann auch überlegt. Denk dran, Peter, wenn die Season endet, nicht wie letztes Mal, das war alles kaputt machen, save vorher immer die Welt. Ja. Ja, das stimmt. Und dann verkaufen wir die bei eBay. Ja, dann gehen wir den Leuten zum Donut. Das wollten die jetzt schon gegen zweimal Geld haben. Aber Problem ist dieses, das geht halt immer irgendwie los, weißt du, irgendwann fängt halt irgendjemand an, was zu explodieren und dann wird alles zerstört und dann müsste ich quasi schnell den Server offline nehmen, schnell ja, speichern. Ja, machst du das. Nee, okay. Peter, nach jeder Aufnahme musst du speichern. Das ist wohl wahr. Ah, ist auch eine gute Idee. Stimmt. Ah, denkt Peter eh nicht dran. Na, das ist die Wahrheit. So, jetzt so. Komm, Peter, schmeiß es alle raus und speichern. Willst du schon ins Bett? Nee. Ja, guck mal, 20 vor 10. Ja, komm. Ach, ja, komm. Heute machen wir mal ein halbes Stündchen länger. Leute, kann ich mal überziehen. Hast du morgen frei? Hast du morgen frei? Das stimmt, du hast morgen ein wichtiges frei. Date. Morgen? Mit seiner Mom. Headhunter? Mit seiner Mom. Nee. 14 Uhr. Ach ja. Ah, deiner Mom, stimmt. Peter. Ja, ich hab wieder fast vergessen. Wäre mir schlecht gewesen. Ich meine, ist im Kalender gesaved. 14 Uhr, das heißt um 12 Uhr aufstehen und um genau, Christian wollte ja frühstücken kommen. Machen Christian und ich was einen romantischen. Was? Na geil. Nur wir beide, Christian. Und Dennis. Ach, sehr Dennis verfügt ja nicht bei dem Wort Popo-Sex. Schmerzen. Fühlt ein bisschen, ja. Und der Jay antwortet. So die erste zumindest. Jay schreit immer so auf, so au, ah, ii. Jay war auch der Erste. Ist das Jay von Poposex oder was? Mhm. War der Erste der Poposex, ne? Mhm. Ey, Poposex, das haben wir eine lange Tradition. Jay und ich kennen es ja schon ein Weilchen. Jay hat selbst Internetjungfahrt offensichtlich. Sind die Popo-Sex eigentlich mit den Schwabbeltits voran? Ich hab direkt auch an die gedacht, ja. Ich hab mir gedacht, okay, stimmt, jetzt wird bei jeder Aufnahme. Bestimmt nicht mit Hardy verwandt. Neuer Adelstitel erfunden. Von und zu Schwabbeltits. Da kannst du bestimmt besser drüber nachdenken, wenn du dir noch eine Shisha machst. Ja, das würde ich generell auch tun, aber ich habe ein Materialproblem. Irgendwas ist ausgegangen, entweder Kohle oder Tabak. Der Tabak gar nicht. Okay. Beides. Nee, aber ersteres. Wahrscheinlich hat er kein Gras mehr. Ja, so sieht's aus. Genau, Gras durch eine Wasserpfeife, Heidi.
Wie hieß nochmal dieser komische YouTube-Channel, wo die gezeigt haben, wie man Hand